Oh, wir bekommen den Uladrio-Gruß. Ja, nice. Hör zu, ich habe mich entschieden. Ich werde jetzt ins Dorf gehen und jedem ein Hu-Hu-Hu-Lario entgegenschmettern. Ich will, dass du dafür mitkommst. Mit dir an meiner Seite fühle ich mich sicherer. Oh, okay. Zuerst ist dieser sorglose Typ dran. Ich weiß nämlich, also es war zumindest im letzten Teil, also in der letzten Ebene und so, dass durch diese Questreihen hat man die wilden Stämme damals freigeschaltet. Könnten wir vorstellen, dass das hier wieder der Fall sein wird, nur dass halt die wilden Stämme noch nicht in der Form existieren, wie wir sie kennen. Weil muss noch entwickelt werden. Ich denke mal, dass es auch das ist, was sie halt vielleicht sogar noch rausgenommen haben, um es noch nicht, also rausgenommen im Sinne von, das machen wir noch später. Also wir sind noch dran, es wahrscheinlich zu entwickeln, die Quest und so. Aber vielleicht rede ich Käse und erst ab Level 80 ist freigeschaltet. So war es zumindest in der ersten Erweiterung Heavensward, hatte ich das Gefühl, dass ich auf jeden Fall bei Realm Reborn war es mit Level 50. Oha, Haludri! Hä? Was ist von nicht? Habe ich was falsch gemacht? Holla? Nein, 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 ich darf mich aufgeben. Jetzt ist der zaghafte Kerl dran. Aber freundlich, ich muss freundlich bleiben. Du schaffst es. Holy Hölle. Ah! Hilfe! Du machst mir ja Angst, Ronald. Was ist denn bloß los mit dir? Puh, das wird nie etwas. Ich bin viel zu aufgeregt. Ich kann das einfach nicht. Nein, so schnell darf ich nicht aufgeben. Los, Ronald, reiß dich zusammen und zeig, was du kannst. Bei Zemun schaffst du es auf jeden Fall. Weil du sie gern hast. Daran kann sie mir auch liegen. Ronit, mein Junge. Was führt dich her? Du schaffst es. Oh, holla. Na gut. Oh, holla, Drio! Holla, Drio! Da zappeln sie. Haladrio! Das war ein sehr lebhafter und bewegender Gruß, mein lieber Ronald. Und die anderen Zwerge haben es mitbekommen. Holla, was ist denn mit dir passiert, Ronald? Ich habe mich richtig erschrocken, so gut war der Gruß. Genau, ich hatte schon befürchtet, dass du vielleicht Streit mit Zemut anfangen willst. Ach was, so etwas macht Ronald doch nicht.
Er mag vielleicht nicht der Redegewandteste sein, aber er hat ein gutes Herz. Wonnet hat sich extra meinetwegen sogar diesen praktischen Eisenbart ausgedacht, den man auch als Transportmittel nutzen kann. Los, Wonnet! Jetzt schaffst du es bestimmt. Grüße die beiden. Paladrio! Man merkt voll, dass das Lalafels sind. Holla, Rio, Ronit. Da hätte ich mich wohl in dir geirrt, holla. Holla, Rio, das freut einen, wenn man so gegrüßt wird. Dabei war ich mir so sicher, dass du mich nicht ausstehen kannst. Ich mir auch, holla. Aber ein Eisenbart, der sogar Personen befördern kann. Na holla, das musst du mir zeigen, wie du den gebaut hast, holla. Euch nicht ausstehen, wo denkt ihr hin? Und die Sache mit dem Eisenbad erkläre ich euch in allen Einzelheiten. Abgemacht. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ob die weiblich oder männlich sind jetzt. Das ist ja übel. Wer ist für das Design verantwortlich? Das war das erste Mal. Wie fandest du dein erstes Mal? Sorry. Wie schön, Ronald. Aber da gibt es doch noch jemanden, bei dem du dich bedanken solltest, oder? Wenn du mich bitte entschuldigst. Hast du das gesehen? Ich konnte anständig grüßen und habe neue Freunde gewonnen. Das verdanke ich alles nur dir. Komm, wir stellen dich doch einmal meiner Mutter vor. Du bist ja schließlich jetzt eine Freundin von mir. Hola, Rio! Hast du Worte? Ronne, du kannst ja grüßen! Hehe, war doch ein Kinderspiel. Na gut, das alles verdanke ich meiner guten Freundin hier. Du hast dafür gesorgt, dass Ronne erwachsen geworden ist. Ich habe auch sie in einem richtigen Mann. Sorry! Ah, was mache ich denn hier? Du bist eine herzensgute Seele. Das hört eine Mutter gern, dass man ihren Jungen zu einem Mann gemacht hat. Sorry. Was ich als Mutter nicht vermochte, hast du als deine Freundin fertiggebracht. Ich danke dir von ganzem Herzen. Hehe, hat man es erst einmal geschafft, anständig zu grüßen? Macht es sogar richtig Spaß. Auch wenn du deine Reise nun fortsetzen wirst, musst du uns unbedingt mal wieder besuchen kommen. Alles Gute und bis bald. Du hast das Emote von Lario erlernt. Oh. Oh, da gibt's ja weitere Quests. Das ist bestimmt eine Kombination aus den zwei Questreihen. Ich habe ja da unten noch eine Questreihe gemacht. Und das ist jetzt, glaube ich, die Verbindung zu denen. Da haben wir ja noch eine Questreihe.
Ronalds Meisterleistung. Masaki, ich wusste, du kommst noch wieder vorbei. Polario! Haha! Seit damals habe ich alles und jeden mit Polarios überhäuft und jetzt reden hier alle mit mir. Und ich mit ihm. Mit Hilfe von den anderen habe ich auch brandneue Prototypen von Eisenwerten konstruiert. Ich komme meinem Traum, ein legendärer Schmied zu werden, immer näher. Allerdings fehlt mir noch ein ganz bestimmtes Hilfsmittel. Um ein wahrer legendärer Schmied zu werden, kannst du dir denken, welches? Qualitätsfusel! Das Gebräu aus Tomreis war nicht so schlecht, aber nur bei einem wirklich erstklassigen Tropfen schwingt sich der Hammer wie von selbst. Frage ist nur, wo bekommen wir einen guten Rachenputzer her? Hast du eine Idee? Werftingbräu? Stimmt, der Verkauf davon hat Werfting ja sozusagen ein neues Leben eingeflößt. Reden wir am besten gleich mal mit dem Dorfvorsteher dort. Du kommst aber mit, ja? Vielleicht brauche ich ja eine Vorkosterin. Was mache ich denn da? Kann ich da nicht runterspringen? Hier muss es doch irgendwo eine Stelle geben, wo ich runterspringen kann. Komm. Ich will da runterspringen! Na gut, dann nehme ich eine Abkürzung. Boah, ist das warm. Wie gut, dass ich keine Cam habe. Denn für mein T-Shirt ist es zu warm. Uff. Also auch wenn ich jetzt mir eine neue Cam besorge oder so, wenn es dann zu warm ist, dann lasse ich die aus. Und bei so richtigen Story-Games, wo ich nicht weiß, wo ich die Kamera hinpacke. Hey, du bist es! Masaki, schön dich wiederzusehen! Seit deinem letzten Besuch hat man mich offiziell zum Vorsteher dieses Dorfes ernannt. Jeden Tag hetze ich nun von Nachbardorf zu Nachbardorf, um mich dort vorzustellen. Lange machen das meine müden Knochen nicht mehr mit. Wen hast du uns da eigentlich mitgebracht? Ich bin Ronald aus Tomra. Merkt euch den Namen gut, denn ich bin der Polario! Polario? Das ist doch der traditionelle Gruß der Zwerge, richtig? Nun, dann wollen auch wir unseren Gast auf Zwergenart begrüßen. Wie ging das noch gleich? Polario? Polario!
Hey, gar nicht schlecht für das erste Mal. Holario macht Zwerge froh. Und was zum Trinken gibt's? Was? Was? Bitte was? Ich kann dir nicht ganz folgen. Ah, verstehe. Leider ist es ein harter Kampf, die Qualität dieser kargen Bögen hier zu verbessern und die Produktionsmenge des werftigen Bräuchs zu erhöhen. Müssten wir mehr Gerste anbauen können. Ja, wir versuchen schon alles Mögliche, aber bislang nicht noch ohne rechten Erfolg. Tut mir leid, dass du den weiten Weg umsonst auf dich genommen hast. Jetzt schaut doch nicht so belämmert aus der Wäsche. Alles was, ihr braucht, ist etwas, was den Boden fruchtbarer machen werden lässt, oder nicht? Du bist es eigentlich? Ja, aha, mir kommt da eine Idee, überlass das nun mir. Los, wir müssen noch einmal zurück nach Tomra. Komm mit, Murasaki. Ich will dich jetzt hin und her reißen. Kann er uns wirklich helfen? Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich habe zwar keine Ahnung, was er vorhat, aber es wäre schön, wenn du ein Auge auf die Sache hast. Hoffen wir mal, dass etwas Gutes dabei herumkommt. An etwas erinnert, das Zemut mir mal erzählt hatte. Sag mal, Zemut, du hattest mir doch neulich etwas über ein Mineral im Dorf der Eintracht erzählt. Die Typen in Werfting haben große Probleme wegen ihrer kargen Böden dort. Ich dachte mir, da könnte man doch was tun. Du meinst das Naturphosphat, mit dem wir in Eulmoor gehandelt hatten? Könnte dabei helfen. Naturphosphat? So hieß dieses Mineral, oder? Ja. Wenn man es in ganz kleine Stücke zermalmt, lässt es sich auf Feldern als Düngemittel verwenden. Aber die damaligen Erdader wurde schon vor langer Zeit vollständig ausgebeutet. Und ich weiß nicht, ob eine neue gefunden wurde. Weißt du, ob noch irgendwo etwas von diesem Naturphosphat herumliegt? Nun, vielleicht gibt es in Eintracht ja noch Restbestände. Da wäre schließlich die Zwischenstation, wo es vor dem Verkauf gelagert wurde. Alles klar, mir nach auf nach Eintracht. Der Junge macht sich. Und das ist nicht zuletzt dein Verdienst. Pass mir auf, auch weiterhin gut auf ihn auf, ja? Leider kann ich immer noch nicht fliegen, das kann ich aber bald. Das ist auch das erste Mal, dass ich die Quest alle mache, bevor ich hier fliegen kann, weil ich brauchte die zum Leveln. Und ich, ja, sonst hätte es länger gedauert, viel länger. Pro Quest, die ich hier gemacht habe, hätte ich mehr als ein Fate gebraucht. Weil für ein Fate kriege ich nicht 390.000, sondern ein bisschen weniger, aber über 300.000. Also dann, Holadrio. Nanu, du bist doch einer von den Tolls, oder?
Sei auch du mir gegrüßt mit einem freudigen Holadrio. Wir sind auf der Suche nach Naturphosphat. Wenn ihr hier noch etwas davon übrig habt, wäre es super, wenn wir es haben könnten. Naturphosphat? Ich glaube, davon haben wir tatsächlich noch irgendwo etwas auf Vorrat. Es müsste in diesen alten Handelskisten dort hinten sein. Du kannst dir ruhig etwas davon mitnehmen. Das sind diese gelblichen Gesteinsbrocken. Wirklich? Bin dir sehr zu Dank verbunden. Dass du dabei warst. In deiner Gegenwart kann ich selbst Fremde vernünftig ansprechen. Durchsuchen wir also gleich mal diese alten Handelskisten nach dem Naturphosphat. Findest kleine Steinchen, die sehr nach Naturphosphat aussehen. Bringe sie zu Ronald. Dann muss ich nochmal zum Werfding und dann ist Abschluss. Wir kommen gleich nach euch. Und dann ist wieder Illital. Hast du Naturphosphat gefunden? Das muss es sein. Mit dem Stück hier als Sample baue ich ein Eisenbad, der neue Erzadern erschließen kann. Das wird mein Meisterstück, da werden die Leute staunen. Den baue ich in Rekordzeit zusammen. In der Zwischenzeit holst du die Leute aus Werfting. Wir treffen uns dann am Westrand von Tomra. Kann ich hier runter? Auch nicht. Ja, wir sind ja auf dem Dach. Naturphosphat? Davon habe ich schon mal gehört. Ja, damit als Düngemittel könnte die Fruchtbarkeit unserer Böden bestimmt deutlich verbessert werden. Die Frage ist nur, ob eine neue Ader dieses Minerals gefunden werden kann. Dieser Ronald legt sich ja mächtig ins Zeug. Dann lasst uns unverzüglich nach Tomra aufbrechen und ihn nicht lange warten lassen.
Ihr kommt genau richtig, der Testlauf meines neuen Geräts ist soeben zu Ende gegangen. Ich präsentiere der weltweit einzigartige Detektoreisenbart für Naturphosphat. Ich nenne ihn Phosphorion Prospectorator. Dieser Name, das ist ein recht spezieller Name. Und dieses Ding kann also Herzadern ausfindig machen? Haha, seht selbst! Radar, Suche starten. Ist das tatsächlich unfassbar? Er sucht ständig nach einer Mine und holt das Material auch gleich heraus. Wie hast du das nur bewerkstelligt? Haha, ein Kinderspiel für den großen Ronnet, der bald schon als legendärer Schmied in die Geschichtsbücher eingehen wird. War ja klar, dass für all den Krach hier Ronnet die Rotznase verantwortlich ist. Der Dorfälteste! Ihr müsst der Dorfälteste Samut sein. Ich bin Seylü, der Dorfvorsteher des Dorfes Werfting. Ronnet hier hat es tatsächlich... Ich weiß schon Bescheid, die alte Samut hat mir bereits davon erzählt. Ronnet, du hast dich ja mächtig für die Leute aus Werfting ins Zeug gelegt. Das ganze Dorf ist stolz auf dich. Lieber Ronnet, wir sind dir wirklich ausgesprochen dankbar, dass du dir all diese Mühen machst, um uns in unserer schwierigen Lage... Moment, damit wir uns da nicht falsch verstehen. Ich mache das nur, damit ich was Ordentliches zu bechern bekomme. Dummkopf, so ein Grünschnabel wie du ist doch noch viel zu jung für Alkohol. Gib doch einfach zu, dass du den guten Leuten hier nur helfen wolltest. Aber was wird dann aus meinem guten Ruf als harter Kerl? Wow. Haha, herrlich. Werter Dorfältester, wir möchten darum bitten, das Naturphosphat für unsere Böden zu bekommen. Wir versprechen es für den Anbau von Gerste einzusetzen und uns beim Dorf Tomra mit dem besten Werftling-Boy aller Zeiten erkenntlich zu zeigen. Also schön. Ich denke auch für die Tolls wird es Zeit, ihre Handelsbeziehungen wieder aufzunehmen. Ha! Die Anlieferung von Naturphosphat könnt ihr ruhig mir, dem großen Ronnet, überlassen. Vorher muss ich mich aber zusammen mit meinen Leuten an die Serienproduktion des Phosphorion Prospectorators machen. Ist das nicht wunderbar, Seylü? Anstelle einer Reihe von Taloi wird bald eine Reihe von Eisenwerten in unser Dorf rollen. Dank dir scheint sich für uns ein Weg in die Zukunft aufzutun. Und um ehrlich zu sein, weiß ich auch gar nicht, wann ich das letzte Mal so von Herzen lachen konnte. Ich danke dir sehr. Die Begegnung mit dir hat unser Schicksal zum Guten geändert. Das werden wir dir nie vergessen. Dem schließe ich mich an. Ohne dich könnte ich mich immer noch nicht richtig grüßen und würde mein Dasein als Eigenbrötler fristen. Dank dir habe ich
Jetzt viele Freunde, danke. Mach's gut, Murasaki. Wenn ich mir erst als legendärer Schmied einen Namen gemacht habe, dann sehen wir uns wieder und erzählen uns gegenseitig von unseren Heldentaten. Wir können eine Story weitermachen und wir haben keine weitere Quest gerade. Ah doch, das ist was anderes. Ich glaube, die Jagd auf Andrea machen wir, wenn ich Level 80 bin. Dann machen wir nämlich die Questreihe zu Ende. Bevor ich die Story beende. Wäre doch was, ja? Obwohl, ich glaube, ich muss die Story beenden und... Obwohl, ich muss das beenden, um die Story zu beenden, glaube ich sogar.